Welcome back, ladies and gents. Ich bin Daniel Korte und in dem heutigen Video spreche ich über die Trendfrisuren 2020. Es ist mal wieder Zeit für ein neues Video zu den Frisurentrends, die in diesem Jahr stattfinden. Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich aber eigentlich gar nicht so viel verändert. Nichtsdestotrotz möchte ich euch einfach nochmal die Styles vorstellen, die man machen kann und die Frisuren, die halt gerade trendy sind und euch einfach ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Und wenn du an dieser Stelle schon jemanden kennst, der irgendwie auf der Suche ist nach einer neuen Frisur, ja, dann teile dieses Video an dieser Stelle schon mal liebend gerne mit dieser Person. Was ich vorab schon mal sagen kann, ist, dass es auf jeden Fall locker und lässiger auf den Männerköpfen ist, also ähnlich wie im letzten Jahr, also die Frisur nicht zu akkurat schneiden. Was aber nicht heißen soll, dass es ungepflegt aussehen soll, ja? Also es soll einfach locker, lässig, natürlich aussehen, aber nicht ungepflegt. Und bitte, bitte, bitte bis ganz zum Schluss dranbleiben, denn zum Schluss gibt es noch eine Umfrage, die auf jeden Fall sehr, sehr interessant ist und da ist eure Meinung gefragt. Nach wie vor, wie im letzten Jahr, sind auch in diesem Jahr Locken mega im Trend. Im letzten Jahr ging es so mit dem Lockentrend ein bisschen los, aber in diesem Jahr, das schwöre ich euch, ja, werden die Lockenfrisuren ihren Höhepunkt erreichen. Und Locken sind irgendwie super lässig, ja, und auch mega cool. Und ich finde, dass Locken irgendwie auch den Menschen sympathisch machen. Also so eine Lockenfrisur ist irgendwie sympathisch, wie ich finde. Und wie du deine Lockenfrisuren trägst, ja, feel free. Ob große Locken, kleine Locken, Locken mit einem High Skin Fade oder Locken in Kombination mit einem Low Skin Fade und Bart. Locken werden das Jahr 2020 einfach regieren. Und um eure Locken perfekt zu stylen, kann ich euch ein Produkt wärmstens ans Herz legen. Und zwar die Hair Defining Cream. Die Hair Defining Cream ist das perfekte Produkt für Locken. Denn ihr könnt mit der Hair Defining Cream eure Locken halt perfekt stylen. Ja, die Hair Defining Cream gibt halt den Locken so eine gewisse Struktur und halt diese gewisse Sprungkraft, die die Locken halt brauchen, um natürlich und fresh auszusehen. Und das Geile an der Hair Defining Cream ist halt folgendes, dass es nicht nur das perfekte Produkt zum Stylen ist, sondern dass die Hair Defining Cream auch gleichzeitig eure Locken pflegt. Denn das Arganöl, was in der Hair Defining Cream enthalten ist, pflegt eure Locken gleichzeitig und gibt halt euren Locken halt diese gewisse Feuchtigkeit, die sie halt auch brauchen, weil Locken halt schnell dazu neigen, auszutrocknen. Also, wenn du in diesem Jahr deine Locken stylen möchtest, ja, dann darf die Hair Defining Cream auf gar keinen Fall in deinem Badezimmerschrank fehlen. Das Produkt verlinke ich dir selbstverständlich wie immer in der Infobox, kannst du einfach mal auschecken. Es ist wohl kein Geheimnis, dass Fade-Frisuren aktuell mega im Trend sind. Egal durch welche deutsche Großstadt du läufst, du siehst Fade-Frisuren an jeder zweiten Ecke. Und ich fasse das Ganze auch einfach unter Fade-Frisuren zusammen, ähnlich wie halt Lockenfrisuren, weil man halt so viele verschiedene Möglichkeiten hat, diese Fades zu kombinieren. Das ist halt echt unglaublich. Und ob du jetzt einen Textured Crib mit einem Low-Skin-Fade trägst oder einen Seitenscheitel mit einem mittleren Fade oder einen Seitenscheitel mit einem High-Skin-Fade und Bart oder einen Pompadour mit einem High-Skin-Fade, die Kombinationsmöglichkeiten für Fade-Frisuren sind einfach echt unbegrenzt. Mir persönlich gefallen diese Fade-Frisuren auch mega. Ich habe selber lange Jahre so eine Fade-Frisur getragen mit einem Low-Fade und einem 3-Tage-Bart. Und wenn du einen guten Bartwuchs hast, dann empfehle ich dir an dieser Stelle auch, diesen zu nutzen. Denn mit Bartwuchs kannst du einen richtig guten Kontrast herstellen. Dann sieht man einfach den Unterschied zwischen Bart, Fade und Deckhaar viel, viel besser. Und das sieht meiner Meinung nach auch richtig stylo aus. Der Nachteil an Fade-Frisuren ist halt, dass man halt öfter zum Friseur laufen muss, ja, damit der Fade immer schön in Form bleibt. Aber am Ende des Tages lohnt sich das natürlich richtig. Und wenn du jetzt richtig trendy sein möchtest in diesem Jahr, dann kannst du natürlich auch diese Kombination wählen zwischen einer Lockenfrisur und einer Fade-Frisur wie dieser Typ hier. Mit cool gestylten Locken, einem High-Skin-Fade und einem schönen Bart sieht das echt mega aus. Jetzt kommen wir zu einer Kurzhaarfrisur, die wohl nie out of style gerät, und zwar zum Buzzcut. Auch wenn in diesem Jahr die Frisuren halt etwas länger und wuscheliger sind, wird der Buzzcut auf jeden Fall gerockt. Der Buzzcut ist wohl für Männer die einfachste Frisur überhaupt, ja? Man muss nichts machen, man braucht kein Stylingprodukt, man braucht nicht großartig Shampoo, Conditioner oder sonst was, denn die Haare sind so kurz, dass man sie einfach ganz easy tragen muss und kaum pflegen muss. Und übrigens, diese Frisur kommt auch bei Frauen richtig gut an. Aber man muss natürlich die passende Kopfform haben, um so einen Buzzcut tragen zu können. Und wenn du an dieser Stelle nicht weißt, was du persönlich für eine Kopfform hast, dann check dieses Video hier oben gerne mal aus. Dort erkläre ich Step by Step, wie du ganz einfach herausfinden kannst, was für eine Kopfform du persönlich hast. Und ich habe ja zu Anfang gesagt, dass es auf den Männerköpfen einfach ein bisschen wuscheliger und ein bisschen länger in 2020 sein wird. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Buzzcut-Träger bist und keine Lust mehr auf den Buzzcut hast,
dann kannst du folgende Frisur auswählen. Und zwar der Crew Cut. Der große Bruder vom Buzzcut ist der Crew Cut. Dort hat man halt ein bisschen längeres Deckhaar, also im Vergleich zum Buzzcut hast du halt ein wenig längeres Deckhaar. Und das ist halt cool, weil beim Buzzcut kannst du gar keine Haarstyling benutzen, ja, weil deine Haare viel zu kurz sind. Beim Crewcut ist es aber so, dass deine Haare schon eine gewisse Länge haben und aufgrund dieser gewissen Länge kannst du halt auch mittlerweile schon Haarstyling-Produkt verwenden. Und somit kriegst du halt eine coole Struktur in deine Haare rein, kannst deine Haare zum Beispiel schön nach vorne strukturieren und einfach ein bisschen Textur reinbringen und das sieht einfach richtig gut aus. Und wenn du Lust hast, kannst du auch einen schönen Fade machen zwischen deinen Seiten und deinem Deckhaar, sieht auch richtig stylo aus. Und wenn die Haare dann lang genug sind, dann kannst du möglicherweise auch hier und da einfach mal deine Haare schon ein bisschen nach oben stylen. Kommt auch richtig lässig. Also wenn du keinen Bock mehr auf deinen Buzzcut hast, dann ist der Crew Cut auf jeden Fall eine richtig gute Empfehlung. Kommen wir zu den mittellangen bis etwas längeren Haaren. Und wenn man halt mittlere bis etwas längere Haare hat, dann hat man einfach viel, viel mehr Möglichkeiten. Sieht man ja auch schon, wenn man vom Buzzcut zum Crew Cut geht, da hat man schon mehr Möglichkeiten. Und wenn du dann mittellange bis lange Haare hast, hast du viel mehr Möglichkeiten, deine Haare zu stylen. Und ein richtig gutes Beispiel dafür ist der Broflow. Der Broflow, den kann man zum Beispiel ganz locker, lässig und wellig nach hinten tragen. Man kann den Broflow aber auch natürlich mit Bart tragen oder komplett anders gestylt, glatt geföhnt mit Seitenscheitel nach hinten. Das Coole ist, dass es der gleiche Schnitt ist, aber komplett anders gestylt und dann auch eine komplett andere Wirkung hat. Das kannst du zum Beispiel bei einem Buzzcut oder bei einer sehr kurzen Frisur halt nicht machen. Und auch wenn du zum Beispiel gerade deine Haare lang wachsen lässt, ist der Broflow so eine richtig gute Übergangsfrisur. Wer den Broflow so richtig rockt, ja, das ist der Schauspieler Bradley Cooper. Er sieht einfach so geil aus bei ihm. So richtig Gentleman-Style, modern, lässig, sophisticated, einfach richtig nice. Last but not least, Leute, ihr könnt euch vorstellen, was jetzt kommt. Und zwar, ja, richtig, der Man-Bun. Leute, ich sage es immer und immer und immer wieder. Wenn ihr Bock habt auf lange Haare, ja, dann lasst euch die langen Haare einfach wachsen. Auch in 2020 wird der Man-Bun up to date sein. Und ich kriege so viele Nachrichten von Leuten, die mich fragen, so Daniel, soll ich mir meine Haare lang wachsen lassen? Steht mir das Ganze? Was soll ich machen? Auf jeden Fall, lass dir deine Haare lang wachsen. Und wenn irgendjemand da draußen dir einen scheiß Spruch drückt, ja, zum Beispiel, ey, ist dein Friseur gestorben oder weißt du überhaupt, wie Friseur geschrieben wird oder was auch immer. Meistens ist es so, dass diese Leute nicht die Eier haben, ihre Haare lang wachsen zu lassen und dir dann aus dem Grund sowas halt reindrücken und dir dann halt sagen wollen, ey, lass deine Haare lieber nicht lang wachsen. So. Scheiß drauf, wenn du Bock hast auf lange Haare, lass dir lange Haare wachsen. Ich hoffe, ich konnte euch auch so ein bisschen motivieren, dass ihr dieses Vorhaben dann auch durchzieht, denn am Ende des Tages lohnt sich das wirklich mega. Ich habe das nämlich auch gemacht, weil eine Langhaarfrisur, also der Man-Bun, das war die Frisur, die ich halt noch nie hatte. Und ich habe dann auch einfach wachsen lassen und auch mal durchgezogen. Ja? Und das schaffst du da draußen 120.000% auch. Und die Kombination, die ich halt sehr schön finde, ist halt lange Haare, also einen langen, schönen Man-Bun mit der Kombination mit einem langen Bart. Also der lange Bart rundet irgendwie diesen Man-Bun so ab und diesen Look finde ich halt echt gut. Und wenn du halt die Möglichkeit hast, dir auch einen schönen langen Bart wachsen zu lassen, dann kann ich dir das an dieser Stelle auch wärmstens empfehlen. Und wenn du an dieser Stelle wissen möchtest, wie ich zum Beispiel aktuell hier meinen Man-Bun style, dann kannst du dieses Video hier oben gerne mal auschecken. Dort erkläre ich Schritt für Schritt, wie ich aktuell mir morgens meinen Man-Bun style. So Leute, jetzt seid ihr draußen dran. Jetzt bin ich mega gespannt, was passieren wird. Denn ihr könnt abstimmen. Ich persönlich hatte nämlich schon fast jede Frisur. Ich hatte zum Beispiel eine Lockenfrisur. Ich hatte eine Fade-Frisur mit einem Low-Fade und einem 3-Tage-Bart. Ich hatte einen Buzzcut. Und manchmal habe ich auch den Broflow getragen und, wie man sehen kann, natürlich jetzt auch den Man-Bun. Stimmt ihr da draußen bitte mal ab, welche Frisur ihr persönlich an mir am besten findet. Also ich habe euch jetzt nochmal alle Bilder eingeblendet und jetzt habt ihr die Möglichkeit, hier oben mal abzustimmen, welche Frisur ihr da draußen an mir am besten findet. Jetzt drehen wir den Spieß einfach mal um. Ich bin wirklich auf eure Meinung sehr, 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 sehr gespannt. Und wenn du draußen jetzt jemanden kennst, der zum Beispiel unbedingt eine neue Frisur sucht, aber noch gar nicht so richtig weiß, was er machen soll, dann teile wirklich liebend gern meine Videos mit ihm. Denn
Denn ich würde mich mega freuen, wenn ich mit meinen Videos euch nicht nur so ein bisschen Inspiration bieten kann, sondern euch auch ermutigen kann, einfach mal was Neues auszuprobieren. Kommen wir noch zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Leonardo Krasnici. Leonardo, vielen lieben Dank für deinen Support auf YouTube. Und wenn du da draußen auch mal grüßt werden möchtest in meinen Videos, dann schick mir einfach eine WhatsApp-Nachricht auf mein Community-Phone mit deinem Vor- und Nachnamen und vielleicht bist du beim nächsten Mal schon am Start. Weitere Videos zum Thema Haarstyling findest du hier oben. Meinen neuesten Upload findest du hier oben. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, eine miese Frise. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Peace out.